In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man mit dem Netzwerksimulator CONCIRC einen Ausgleichs- oder Schaltvorgang simulieren kann. Falls man dieses Programm noch nicht hat, kann man sich das hier auf der Internetseite des Instituts für Theoretische Elektrotechnik von der Uni in Hamburg herunterladen. Falls man das schon vor einiger Zeit getan hat, ist es nicht schlecht, immer mal die aktuelle Version nochmal runterzuladen, weil immer noch mal Kleinigkeiten ergänzt oder verbessert werden. So, als Beispiel soll jetzt mal die Aufgabe 165 dienen. Da geht es um eine Induktivität und einen Widerstand in Reihe, an die dann eine konstante Spannung angelegt wird. Und dann ist halt gefragt, wie sich der Strom über der Zeit verhält. So, dieses Problem können wir jetzt hier nachbauen. Wir nehmen die Induktivität, wir nehmen einen Widerstand und wir nehmen die Spannungsquelle und noch eine Masse, die dann eben den Bezugsknoten festlegt. Das Ganze wird ja hier im Hintergrund mit der Knotenspannungsanalyse bzw. modifizierten Knotenspannungsanalyse gerechnet. Und dann muss die Schaltung hier einmal verdrahtet werden. Einfach die Masche hier ringsrum. So, dann brauchen die Bauelemente alle den richtigen Wert. Die Induktivität soll ziemlich groß sein. Das sollen 10 Henry sein. Das ist natürlich schon eine sehr ordentliche Induktivität. Und die soll einen Widerstand haben von 100 Ohm. Und dann macht das auch wieder Sinn. Also um auf 10 Henry zu kommen, müsste man schon ganz schön viel Draht aufwickeln, um ordentlichen Eisenkern. Dann braucht man langen viel Draht. Dann hat er auch einen relativ großen Widerstand. Und diese Quelle hier soll eine Amplitude von 50 Volt haben. So, und jetzt will man das Ganze im Zeitbereich wissen, wie entwickelt sich der Strom über der Zeit. Jetzt weiß dieses CONCIRC-Programm aber nichts direkt vom Zeitbereich, weil das simuliert immer im Frequenzbereich. Das heißt, man muss erstmal Frequenzen einstellen. Wir stellen mal als Frequenzeinheit Hertz ein und wählen jetzt aber hier, wir wollen einen Frequenzsieb haben für eine IFT, für eine inverse Fourier-Transformation. Also das Programm rechnet erstmal im Frequenzbereich und am Ende rechnen wir die Ergebnisse rum in den Zeitbereich. Und an der Stelle, wo man jetzt die Frequenzen einstellt, muss man eigentlich schon, das ist so ein bisschen das Problem, man muss eigentlich schon wissen, wo man hin will. Und zwar das, was uns jetzt hilft, ist diese Zeitkonstante hier. Die Zeitkonstante von diesem Ausgleichsvorgang, L durch R. 10 Henry durch 100 Ohm, Henry sind Voltsekunde pro Ampere, Ohm sind Volt pro Ampere, dann kürzen sich die Volts und die Amperes weg, sodass da halt Sekunde überbleibt für diese Zeitkonstante und 10 durch 100 sind 0,1. Also dieses Tau hier sind 0,1, 0,1 Sekunde, das ist so die Zeit, in der hier was passiert, ne? In der die Zeitkonstante dieser E-Funktion. Und jetzt müssen wir halt Frequenzen setzen, hier, die irgendwie mit dieser Zeit klarkommen. Und die kleinste Frequenz, das ist die Basic Frequency, die Basisfrequenz, gibt sowas wie die größte Zeit an. So, und naja, also nach 0,1 Sekunden ist hier noch nicht so viel passiert. Nach einer Sekunde würde man sagen, ist dieser Ausgleichsvorgang mal mindestens abgeschlossen. Aber wir sollten noch ein bisschen länger warten. Also sowas wie 100 Sekunden. No, dann ist das auf jeden Fall alles vorbei. So, und 100 Sekunden, wenn man davon die Frequenz ausrechnet, wäre das 0,01 Hertz. So, also die kleinste Frequenz macht die größte Zeit und andersrum mit der Frequenzanzahl kann man jetzt die größte, also die größte Frequenz einstellen. Die größte Frequenz macht den kleinsten Zeitschritt. Und der kleinste Zeitschritt sollte jetzt wieder viel kleiner sein als dieses Tau hier. Also wenn das war 0,1 Sekunde, dann sollte der kleinste Zeitschritt, den wir haben, vielleicht ein Zehntel davon sein. Also 0,01 Sekunde. Das heißt, wir müssten als größte Frequenz, hier müsste sowas wie 100 stehen. Na gut, jetzt kann man so ein bisschen rechnen, wenn wir hier 10.000 ist vielleicht ein bisschen viel, die Hälfte davon, wenn wir mal 5.000 einstellen, kommen wir auf 99,99 Hertz, also ungefähr 100 Hertz. Ne? Also die Anzahl der Frequenzen macht die größte Frequenz, macht die kleinste Zeit, die sollte deutlich kleiner sein als dieses Tau hier und die kleinste Frequenz macht die größte Zeit, die sollte deutlich größer sein als dieses Tau hier. Ja gut, und 5000 Frequenzen sind jetzt viel zu rechnen, aber Computer ist schnell, Netzwerk ist nicht so kompliziert, das wird funktionieren. So, also dann einmal auf Simulieren geklickt
Jetzt sagt das Programm erstmal nett, aber ich weiß noch nicht so richtig, was ich jetzt ausgeben soll. Was wollen wir wissen? Wir wollen den Strom wissen, sagen wir mal, der Strom, der durch diese Quelle fließt, der ja auch der Strom in dieser Masche ist, der soll mal dargestellt werden. So, jetzt läuft das Programm, hat diese 5000 Frequenzen sehr schnell ausgerechnet. Und jetzt ist es immer schlau, bevor man in den Zeitbereich geht, sich erstmal die Antwort im Frequenzbereich anzeigen zu lassen, nämlich diesen Strom hier. Und das mache ich mal als Bode-Diagramm. Und dann ist das das Ergebnis. Und dann sieht man, also bei tiefen Frequenzen, die 0,01 Hertz, haben wir praktisch fast Gleichstrom. Gleichstrom heißt, die Induktivität wirkt wie ein Kurzschluss. Eigentlich ist nur dieser Widerstand wirksam. Und deshalb fließt auch erstmal ein relativ großer Strom mit einem Phasenwinkel, sieht man hier hinten, das Grün ist die Phase mit einem Phasenwinkel von 0 Grad. Und dann wird so in etwa, hier so ungefähr bei einem Hertz, wird die Induktivität wirksam. Der Blindwiderstand wird größer. Dadurch wird der Strom kleiner und der Phasenwinkel des Stromes geht hier gegen minus 90 Grad. Ja, so dass sozusagen Strom und Spannung um 90 Grad Phasen verschoben sind und die Spannung halt um 90 Grad voreilt, beziehungsweise der Strom, der hier fließt, eben um 90 Grad nacheilt. Deswegen geht hier der Winkel ins Negative. So, und jetzt sieht man, dass dieser Frequenzbereich relativ gut gewählt ist, weil wir diese beiden Grenzfälle, also Phasenwinkel ist 0 Grad, dann Phasenwinkel geht gegen 90 Grad und Phasenwinkel ist 90 Grad. All das ist in diesem Frequenzbereich drin. Also der Frequenzbereich deckt alle charakteristischen Bereiche dieser Schaltung ab. Falls das nicht so sein sollte, müssten wir jetzt den Frequenzbereich nochmal nachjustieren, aber das sieht gut aus. So, dann kann man jetzt dazu übergehen, sich das mal im Zeitbereich anzuschauen. Dafür gibt es hier im Post-Processing diese Option, die Zeitbereichswerte zu berechnen. So, und da kann man das hier oben erstmal bei den Standardeinstellungen lassen und sagen, ja, alle Werte sind in Mikrosekunden, das ist jetzt nicht so handlich, aber das ist schon okay. Dann nimmt er mal 200 Werte, den ersten Zeitschritt bei 0 und den letzten Zeitschritt bei, ja, 1 Million Mikrosekunden, also bei einer Sekunde. Das passt wieder zu dem hier, diese Zeitkonstante, das war 0,1 Sekunde. Nach 10 Zeitkonstanten sollte das abgeschlossen sein, also nach einer Sekunde, das passt. So, und jetzt brauchen wir, um dieses Einschalten der Spannung brauchen wir sowas wie einen Sprung und stellen jetzt hier auch ein Sprungfunktion, Anstiegszeit super klein, ja, das soll ja einfach ganz steil hochgehen und sagen jetzt mal, ja, dieser Puls sollte halt ungefähr 10 Sekunden, das passt auch an sein und dann würde der halt wieder ausgehen, die Zeit, die wir insgesamt berechnen, war ja sowas wie 100 Sekunden. Also dann ist der lange genug ein und auch lange genug wieder aus, sodass am Ende dieses Zeitbereiches die Spannung wieder auf 0 geht. Jetzt kann man sich diese Anregung anschauen. Naja, und dann sieht man, das sieht nicht sonderlich schön aus, aber das geht hier irgendwie von 0 hoch auf 1. Also die 50 Volt, die wir hier mal hatten, die werden jetzt nicht richtig mit beachtet, aber das ist nur der Schritt hoch. Also von 0 auf 1, dann bleibt das bei 1. Und irgendwann würde das wieder runtergehen, aber so lange zeigen wir uns das halt nicht an. So, und dann sieht man noch, hier vorne gibt es halt so ein bisschen, ja, numerische Probleme. Das liegt halt an dieser inversen Fourier-Transformation. Das brauchen wir uns jetzt aber an der Stelle erstmal nicht so weit interessieren, weil wir werden sehen, in dem Ergebnis sehen wir da nicht mehr allzu viel von. So, das war die Anregung und damit kann man jetzt auch den Strom ausrechnen. Das ist dann der Strom in Abhängigkeit von der Zeit und das ergibt dann dieses Diagramm und das ist genau die E-Funktion, die man jetzt auch sehen wollen würde, nämlich genau die E-Funktion, die auch hier in dieser Gleichung dargestellt ist. Ja, also 1 minus e hoch minus t ergibt diesen Verlauf, der bei 0 anfängt und sich asymptotisch einem Endwert nähert, mit der Zeitkonstante tau. Die Zeitkonstante tau hatten wir vorher schon ausgerechnet, war 0,1 Sekunde. Ja, hier hinten ist eine Sekunde. 0,8, 0,6, 0,4, 0,2. Hier wäre 0,1 Sekunde. Hier wäre die Zeitkonstante und die Zeitkonstante wäre auch genau da, wo eine Asymptote, wo eine Tangente, die man hier an die Gerade, an die E-Funktion anlegt,
Also die Tangente wäre eine Gerade, wenn wir die an die E-Funktion anlegen, da wo die Tangente die Asymptote schneidet hier oben, da wäre genau eine Zeitkonstante vorbei. Und das passt auch. So, und die Asymptote der Endwert, das wäre U durch R, 50 Volt durch 100 Ohm ergibt 0,5 Ampere. Das sind die 0,5 Ampere für den Endwert dieses Stromes hier. So, und jetzt kann man sich und sollte man sich auch noch mal kurz überlegen, ob das so sinnvoll sein kann, ob diese Schaltung sich tatsächlich so verhalten kann. Und dazu zeige ich hier nebenbei noch mal die Schaltung. Also wir stellen uns vor, hier wäre sowas wie ein Schalter und der Schalter war vorher offen. Wenn der Schalter offen war, kann kein Strom geflossen sein, also der Strom am Anfang durch diese Induktivität muss null gewesen sein. Jetzt machen wir diesen Schalter zu oder wir schalten halt diese Spannungsquelle an. Dann wirkt die Induktivität oder dann muss der Strom erstmal null sein, weil der Strom durch die Induktivität kann ja nicht springen. Wenn der Strom null ist, dann ist aber auch die Spannung über den Widerstand null, weil an dem Widerstand gilt ja U ist R mal I. Wenn hier der Strom null war, muss da die Spannung auch null sein. Das heißt, wenn ich den Schalter zumache, dann fällt erstmal, oder diese Spannungsquelle hier einschalte, dann fällt erstmal die gesamte Spannung von der Spannungsquelle über diese Induktivität ab. Und jetzt gibt es über der Induktivität eine Spannung und nach U ist L mal I nach dt muss es jetzt auch einen Stromanstieg geben. Und das ist genau der Stromanstieg, den wir hier sehen. Ah, also der Strom steigt an. Jetzt steigt der Strom an. Jetzt gibt es natürlich auch eine Spannung über diesen Widerstand. Wenn es eine Spannung über den Widerstand gibt, die Gesamtspannung aber konstant ist und die Spannung jetzt hier irgendwie größer wird, dann muss die Spannung hier kleiner werden. Wenn die Spannung hier kleiner wird, nach U ist L mal I nach dt, muss auch der Stromanstieg kleiner werden. Also wir kriegen zwar immer mehr Strom, dadurch gibt es auch immer mehr Spannung über den Widerstand und immer weniger Spannung über der Induktivität und dadurch wird der Stromanstieg immer kleiner. Also immer mehr Strom, aber mit immer weniger Anstieg, immer mehr Strom mit immer weniger Anstieg, bis der Strom halt einen Endwert erreicht hat und bis eben die gesamte Spannung über den Widerstand abfällt und der Widerstand jetzt den Strom begrenzt und gar keine Spannung mehr über der Induktivität abfällt und damit auch kein nach U ist L mal I nach dt es auch keine Stromänderung mehr gibt. Und dann haben wir diesen Zustand hinten erreicht, in dem im eingeschwungenen Zustand oder im Gleichstromfall im stationären Zustand wirkt die Induktivität wie ein Kurzschluss und nur noch dieser Widerstand hier begrenzt den Strom. Ah, und im Schaltmoment sozusagen direkt nach dem Einschalten wirkt die Induktivität wie ein Leerlauf. Der Strom ist 0 oder der Strom war vorher 0 und wird bei 0 gehalten und dadurch gibt es keinen Spannungsabfall auch über den Widerstand und die gesamte Spannung ist dann hier. Also am Anfang alle Spannung hier, keine Spannung über den Widerstand, am Ende alle Spannung über den Widerstand, keine Spannung mehr über der Induktivität. Und genau das sehen wir halt auch hier in dieser Zeitfunktion von dem Strom. Das ist alles, was man hier in diesem Netzwerk sehen kann. Man kann jetzt natürlich mal noch ein bisschen ausprobieren mit anderen Zeitfunktionen und mit anderen Einstellungen für die Frequenz und dann kann man auch ausprobieren, wie sich das hier auf diese Kurve auswirkt.